sehr, jetzt die schwierige Aufgabe zu erfüllen, nachdem Sie jetzt auch verunsichert sind, geängstigt und nicht mehr wissen, was gilt, eine Lösung anzubieten. Das ist auch nicht ganz so klar und gar nicht so einfach. Aber ich will folgende zwei Dinge tun mit Ihnen. Ich will Ihnen zeigen, dass der Finanzmarkt zum Service Public werden muss und wie das geschehen soll, Vollgeld und Finanzmarktverfassung müssen miteinander verknüpft werden. Zuerst einmal, was ist die Ausgangslage? Das Geld regiert die Welt. Ich glaube, das haben Sie begriffen. Dass die Finanzmärkte zunehmend die Realwirtschaft steuern, ist spätestens mit der Finanzmarktkrise 2008 unübersehbar geworden. Heute wird darüber hinaus klar, wie weitgehend sie auch die Politik der Staaten beherrschen. Eine neue Weltordnung hat sich durchgesetzt. Die höchste Macht kommt den Prozessen an den Finanzmärkten zu, gefolgt von den Entwicklungen in der Realwirtschaft und schließlich den politischen Prozessen in und zwischen den Staaten. Die Staaten konkurrieren im internationalen Standortwettbewerb um die günstigsten, sprich privatwirtschaftlich gewinnbringendsten Investitionsbedingungen. So ist aus der notwendigen staatlichen Ordnung des Wettbewerbs ein fast regelloser Wettbewerb zwischen den staatlichen Rahmenordnungen geworden. Nun bestimmen die Kapitalverwertungsinteressen von Anlegern, Unternehmen und Managern weitgehend darüber, was ordnungspolitisch möglich und notwendig ist. Und da die Finanzindustrie, die ja genau genommen gar nichts produziert, diesen Kapitalverwertungsinteressen naturgemäß am nächsten steht, dominiert sie gegenüber der Realwirtschaft. Diese ist zur Finanzierung ihrer Geschäftsprozesse und auf die Kreditversorgung und die kostengünstigen Finanzdienstleistungen der Finanzwirtschaft angewiesen. Aber diese ursprünglichen Aufgaben im Dienste der Volkswirtschaft stehen längst nicht mehr im Zentrum der Finanzwirtschaft. Vielmehr versteht diese sich in erster Linie als privatwirtschaftliche Branche, also wie wenn man Schuhe produzieren würde, die mit ihren Finanzprodukten möglichst ohne den Umweg über die Realwirtschaft Geld macht. Wie das geht, wurde soeben gezeigt. Aus genau diesem privatistischen Verständnis, also fälschlicherweise privaten Verständnis heraus, ist die Finanzwirtschaft von den meisten Staaten in den vergangenen 30 Jahren weitgehend dereguliert worden, sodass sie kaum noch Beschränkungen unterliegt. Die Macht des Geldes untersteht keiner normativen Verfassung mehr. So ist die Finanzwirtschaft nahezu keiner Gegenmacht mehr verantwortlich. Sie zieht aber ihrerseits die alle anderen Mächte zur Verantwortung. Der Satz, wonach das Geld die Welt regiere, ist radikaler heute wahr als je zuvor. Neben den einzelnen Kapitaleignern meint er nun auch das globalisierte Finanzsystem als Ganzes. Der persönliche Macht der Geldbesitzer wird durch die systemische Macht eines maßlos kapitalistisch gewordenen Ordnungssystems überlagert. Dementsprechend hilflos wirken unter diesen Bedingungen die Bemühungen der Regierungen zur Krisenbewältigung. Die Forderungen der Finanzwelt sollen im nationalen Kampf um Sparmaßnahmen, Sie sehen Spanien in den Streiks und so weiter, vorwiegend auf dem Rücken von Arbeitenden und Steuerzahlern befriedigt werden, ohne dass die Legitimität dieser Finanzanforderungen je hinterfragt würde. Das läuft allzu oft auf Raubbau am gesellschaftlichen Kitt der Solidarität hinaus und zerstört damit den demokratisch grundlegenden Zusammenhalt der Bürgerschaft. Vom sonst weitgehend akzeptierten Verursacherprinzip ist aufgrund der skizzierten, verkehrten Machtverhältnisse kaum die Rede, wenn es die Finanzbranche betrifft. Überall sonst schon. Ganz im Gegenteil hat das alte Diktum von der Privatisierung der Gewinne und der Sozialisierung der Verluste eine vor der Finanzkrise so kaum gemeinte Bedeutung erhalten.
Diese knappe Analyse zeigt, dass eine tiefer greifende Systemreform nötig ist. Es braucht eine nationale und globale Finanzmarktverfassung, welche die aufgeblähten Finanzmärkte wirksam an die Entwicklung der Realwirtschaft zurückbindet und die Staaten nicht weiter Spielball der finanziellen Spekulation sein lässt. Meine Damen und Herren, wie kann das Geld denn jetzt vom Herren zum Diener der Welt gemacht werden? Die Staaten müssen die Geldversorgung als volkswirtschaftliche Infrastruktur begreifen und ernst nehmen. Nötig ist eine grundsätzliche Reform der Finanzmarktverfassung, die auf den nun zu zeigenden konzeptionellen Grundlagen beruht. Das Aufsichtsmodell, also freier Markt, die Banken sind private Wirtschaftsträger, unter staatlicher Aufsicht, FINMA, Nationalbank, hat versagt. Nach dem Paradigma des freien Marktes wird der Finanzmarkt heute auf der Grundlage eines Aufsichtsmodells geregelt. Im Grundsatz gilt für alle Akteure die Wirtschaftsfreiheit. Der Staat übt lediglich eine polizeiliche Aufsicht aus, um Missbräuche oder schädliche Auswirkungen zu verhüten oder zu beheben. Finanzmarktkrisen sind nach diesem Modell hinzunehmen, weil sie den Preis der Freiheit bilden. Sie können lediglich Anlass dazu sein, die Aufsicht zu verschärfen und die Rahmenbedingungen zu stärken. Alle Maßnahmen, die bisher von den Staaten getroffen worden sind oder von den politischen Instanzen noch beraten werden, insbesondere alle Regulierungen zum Too-Big-to-Fail-Problem, wie wir das in der Schweiz ja auch getan haben, folgen diesem veralteten Aufsichtsmodell. Die Krise wird nicht zum Anlass genommen, das bisherige Konzept in Frage zu stellen. Ja, die Frage, ob das Aufsichtsmodell denn versagt habe, die kann aus dieser Warte gar nicht gestellt werden, weil keine Alternative dazu erkennbar ist. Das ist bei jedem Paradigmenwechsel so. Das Paradigma, das bisher geherrscht hat, verhindert immer die Neuerung, bis das neue Paradigma evident, einsichtig, selbstverständlich wird, bis es einleuchtet. Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld ist eine öffentliche Aufgabe. Zweiter Hauptsatz dazu. Der Finanzmarkt ist kein gewöhnlicher Markt, in welchem die Privatautonomie des jeden Einzelnen das höchste Gut ist, wie ich das sonst tun darf, sondern ein öffentlicher Raum, in welchem eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen ist. Die Finanzbranche hat einen öffentlichen Dienst zu erfüllen. Also wie SBB oder die Post. Unsere moderne Geldwirtschaft kann nur auf der Grundlage einer Staatsverantwortung für die Versorgung mit Geld funktionieren. Was ökonomisch als Markt begriffen wird, muss rechtlich und politisch als Staatsaufgabe gestaltet werden. Wie viel von dieser Staatsaufgabe mit marktnahen Mitteln, also über Banken beispielsweise, und durch private Akteure wahrgenommen werden kann, das soll aber demokratisch entschieden werden. Dritter Satz, der Finanzmarkt ist ein Service public. Wenn denn die Versorgung der Wirtschaft mit Geld eine Staatsaufgabe ist, wird sie zu einem Service public. An die Stelle des Aufsichtsmodells, also freier Markt und darüber ein bisschen Polizei, tritt das Gewährleistungsmodell. Ich sage gleich, was das heißt. Der Staat gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld. Er tut dies aber nicht alleine, sondern unter Beizug privater, sprich der Banken. Was bedeutet das? Das Gewährleistungsmodell umfasst drei Teilverantwortung. Erstens einmal ist es da der Staat. Der Staat, der hat diesen Finanzmarkt zu gewährleisten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass es überhaupt Geld gibt, und zwar in der richtigen Menge.
Zweitens kann er damit private Dienstleister beauftragen. Also Banken, welche die öffentliche Aufgabe nach den staatlichen Vorgaben und Zielen zu erfüllen haben. Und drittens, wenn diese Privaten in ihrer Leistungspflicht versagen oder überschreiten sie die Grenzen ihres Mandats, dann kann der Staat die Aufgabe wieder an sich ziehen oder Dritten übertragen. Auffangverantwortung. Was die UBS beim Staat gekriegt hat, ist nichts anderes als solche Auffangtätigkeit. Der Staat hat sie gerettet, weil sie unverzichtbar war. Aber vorher und nachher hat man ihr keinen Leistungsauftrag gegeben, hat ihr nicht gesagt, unter welchen Bedingungen sie diese Dienstleistung zu erfüllen hat, sondern man lässt sie wieder frei im Markt agieren. Staatsaufgabe bedeutet also, und das möchte ich sehr betonen, nicht Verstaatlichung. Gemäß dem modernen Konzept, das Public Governance genannt wird, können öffentliche Aufgaben in unterschiedlichster Weise durch ein Zusammenspiel von Staat und Privaten gelöst, erfüllt werden. Umfassend ist dabei nur die Staatsverantwortung. Also der Staat hat dafür zu sorgen, dass etwas geschieht. Wer es tut, ist nicht Sache des Staates. Er braucht diese Leistung nicht selbst zu erbringen, sondern Demokratie kann entscheiden, wie viel hier öffentlich und wie viel privat geleistet werden soll. Die Banken können also weiterhin ihre Hauptaufgabe erfüllen. Allerdings wird in der Aufgabenteilung zwischen Zentralbank und privaten Banken das Gewicht der Zentralbank größer sein müssen. Ich glaube, das hat Herr Christoph Kluger deutlich gezeigt. Drittens, Konsequenzen einer Neuordnung des Finanzmarktes. Auf schweizerischer Verfassungsebene müssen wir jetzt also handeln können. Eine umfassende Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des Finanzmarktes muss geschaffen werden. Und das muss auch ein Monopol umfassen. Das heißt, die Wirtschaftsfreiheit, die alle Unternehmungen genießen, dass sie alles tun und handeln dürfen, wie sie Lust haben, das wird in diesem Bereich für den Finanzmarkt als nicht anwendbar erklärt. Und zwar nur dann, soweit das öffentliche Interesse an der Sicherheit der Geldversorgung dies notwendig macht. Die Finanzbranche, also alle Geschäftsbanken erhalten von der Schweizerischen Nationalbank einen Leistungsauftrag, nach welchem dieser Service public zu erbringen ist. Das hat die SBB, das hat die Swisscom, das haben andere auch. Und sie bestehen am Markt. Warum die Banken nicht? Dieser Leistungsauftrag bestimmt auch die Grenzen der zulässigen Wirtschaftstätigkeit der Branche. Er unterstellt bestimmte Tätigkeiten einer Bewilligungspflicht, zum Beispiel eben Derivate, bestimmte gefährliche Produkte müssen bewilligt werden, zertifiziert werden, wie auch Mittel der Gesundheitsvorsorge. Die Medizin muss auch auf diese Art und Weise kontrolliert sein. Er kann nach Bedarf durch kurzfristige strategische Vorgaben auch konkret eingreifen. Was ist das Fazit zu diesem ersten Teil? Kernforderung der Finanzmarktreform lautet, das Paradigma des freien Finanzmarktes muss durch jenes eines Finanzmarktes als Infrastruktur der Realwirtschaft ersetzt werden. Geld ist nicht eine Ware, sondern eine Voraussetzung dafür, dass unsere Geldwirtschaft überhaupt funktionieren kann. Sie ist nicht Spiel, sondern Spielregel für das Funktionieren unserer Wirtschaft. Der Staat hat einen Finanzmarkt zu gewährleisten, welcher die Versorgung der Wirtschaft mit Geld sicherstellt. Er tut dies in Zusammenarbeit mit den Banken. Damit zum zweiten Teil. Wie kann man das nun anstellen? Geld ist heute eine Schuld. Christoph Kluger hat das dargetan. Alles Geld wird heute per Kreditschöpfung in Umlauf gebracht. Und zwar in einem ersten Schritt durch Kredite der Nationalbank an die Banken und dann in einem zweiten Schritt durch Kredite der Geschäftsbanken an ihre Kunden. Da gibt es immer ein Guthaben und eine Schuld. Jedem Guthaben steht eine Schuld gegenüber. Gesamtwirtschaftlich ist Vermögensbildung nur möglich, wenn gleichzeitig auch die Schuldenlast wächst. Also das schweizerische Gesamtvermögen ist auch eine schweizerische Gesamtschuld.
kann nicht anders sein. Des einen Guthaben ist des anderen Schuld. Und da alle Kredite zudem noch verzinst werden müssen, auch darauf hat er hingewiesen, wachsen Guthaben und Schulden sowie die entsprechenden Zinsgewinne und Zinslasten in einer Kreditwirtschaft exponentiell. Das war eigentlich der Schluss des Vortrages. Exponentielles Wachstum. Wegen der Zins, ein guter Teil davon ist wegen der Zinsbelastung. Die Guthaben-Schuldenspirale, Wachstumsspirale genannt auch, beginnt sich zu drehen und die fortschreitende Umverteilung von Arbeit zu Kapital, was das Einkommen und das Vermögen angeht, setzt ein. Da die reale Produktion nicht mit dem exponentiellen Geldwachstum mithalten kann, fließen die finanziellen Mittel zunehmend in die gewinnträchtigen Finanzmarktspekulationen ab und stehen der Realwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. Christoph Pfluger spricht von 75% Finanzwirtschaft. Also etwas, was wir eigentlich nicht bräuchten. Nun, Geld wird künftig zu einem öffentlichen Gut gemacht. Das ist eigentlich der Kern der Lösung. Das Geld- und Kreditvolumen darf, wenn wir eben nicht diese explosive Entwicklung dulden wollen, nur in dem Maße zunehmen, wie eine Volkswirtschaft wächst. Denn sonst wird künstliches Vermögen geschaffen und es entstehen diese zerstörerischen Blasen. Genau dies geschieht aber, wenn die Buchgeldschöpfung erstens im Rahmen eines kreditbasierten Systems stattfindet und zweitens in den Händen von eigeninteressierten Banken liegt. Um das exponentielle Wachstum von Geld und Kredit in Zukunft zu verhindern, muss daher die Buchgeldschöpfung von Zinsbelastung und von Tilgungszwang befreit und in die Verantwortung einer von Wirtschaft und Politik unabhängigen, dem Gemeinwohl verpflichteten Instanz gelegt werden. Diese zwei Forderungen werden von der Vollgeldreform erfüllt. Die Vollgeldreform dehnt das Geldmonopol des Bundes auf das Buchgeld aus. Heute sind es nur Münzen und Banknoten. In Zukunft soll auch das Buchgeld von der Nationalbank und alleine von ihr geschaffen werden. Damit wird das unbare Geld staatlich verfasst und zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Deshalb der Begriff Vollgeld. Und die Geldschöpfung wird von der Kreditvergabe getrennt. Geld und Kredit haben keinen Zusammenhang mehr. Kredite können nur mehr im Rahmen des vorhandenen Geldes überhaupt geschaffen werden. Die Geldschöpfungskompetenz, zweiter Satz hier, wird der Nationalbank übertragen. Diese hat den Auftrag, die gesellschaftlich notwendige Geldmenge schuld- und zinsfrei bereitzustellen und zu kontrollieren. Und der Geldschöpfungsgewinn, den Herr Pfluger dargestellt hat, der heute bei den Banken anfällt, der kommt der Allgemeinheit zugute. Geld kann beispielsweise zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Damit wird ein sukzessiver Abbau von Staatsschulden möglich und somit die Entlastung des Staatshaushalts vom Zinsendienst. Das wäre ein ganz erheblicher Beitrag an die Sanierung einerseits des Euro, aber auch unserer schweizerischen Staatsschulden. Die Kreditvergabe bleibt bei den Banken. Das sind nach wie vor die Banken, die ihnen die Kredite geben, die sie brauchen, wenn sie ein Haus kaufen wollen oder eine Unternehmung aufziehen wollen. Aber jetzt können die Bankkredite nicht mehr als Schöpfung von neuem Geld verstanden werden, sondern die Banken werden auf ihr angestammtes Geschäft, ihr Kerngeschäft verpflichtet. Den Zahlungsverkehr, also die Zahlungen Ende Monat, die sie machen wollen, und das Vermitteln von Darlehen, Sparen und Investieren. Als Mandatäre der Nationalbank erfüllen sie mit der Bereitstellung eines angemessenen Kreditvolumens eine öffentliche Aufgabe, eben diesen Service public. Es brauchen die Unternehmen Kredite, aber die sind nur noch im Rahmen des von der Nationalbank bestimmten Geldvolumens möglich. Das umlaufende Geld kann somit im Vollgeldsystem als öffentliches Gut verstanden werden, ähnlich wie die Gesundheit oder die Mobilität unserer Gesellschaft. Zur Konzeption dieser Regulierung. Wir nennen es das Drei-Kreise-Modell. Wir haben drei Regelungsgegenstände, die am besten in drei Artikeln geordnet werden. Finanzmarkt,
Geldverfassung und Schweizerische Nationalbank. Der Finanzmarkt wird neu nicht als ein gewöhnlicher Markt für Finanzdienstleistungen verstanden, sondern als eine öffentliche Dienstleistung, welche eine wesentliche Infrastruktur für die Realwirtschaft erstellt und aufrechterhält. Der Finanzmarkt ist so auszugestalten, dass die moderne Wirtschaft als Geldwirtschaft überhaupt funktionieren kann. Seine Leistungen sind dabei von unterschiedlicher Bedeutung für das Funktionieren der Wirtschaft. Daher werden sie je nach ihrer Systemrelevanz auch unterschiedlich streng reguliert. Der Zahlungsverkehr und das Kreditwesen, die Kernfunktionen des Geldes, sind mit Sicherheit systemrelevant. Sie müssen als Service public einer staatlichen Steuerung unterstellt werden. Wie weit dann aber die staatliche Steuerung darüber hinaus greifen muss, lässt sich nicht generell im Voraus bestimmen. Je nach Entwicklung des Finanzmarktes müssen neue Tätigkeiten als gefährlich eingestuft und allenfalls verboten werden können. Es ist kaum etwas so einfallsreich wie das Bankwesen im Erfinden von neuen Produkten und gefährlichen Finanzgeschäften. Der ganze Finanzmarkt muss daher unter das System des Service Public fallen und kann, muss aber nicht in all seinen Teilbereichen der staatlichen Steuerung unterstellt werden. Auf Verfassungsebene braucht es aus diesen Gründen eine umfassende Kompetenz des Bundes zur Gewährleistung des gesamten Finanzmarktes. Der Bund muss im gesamten Regelungsbereich von der Wirtschaftsfreiheit abweichen können und im verhältnismäßigen Umfang Maßnahmen der Steuerung ergreifen dürfen. Das ist dieser erste umfassende Regelungskreis, der Finanzmarkt als Service Public. Einen zweiten engeren Kreis bildet die Geldverfassung. Sie ist einerseits der Kern der Finanzmarktverfassung, wirft aber andererseits unmittelbar in die Realwirtschaft hinein, weil das Geld deren Steuerungsmedium bildet. Realwirtschaft braucht Geld. Für die Realwirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung, ob die Geldversorgung durch private Unternehmen, Banken, erfolgt, die der Wirtschaftslage folgen und damit die Konjunkturzyklen verschärfen, also prozyklisch handeln, oder aber durch eine dem Gemeinwohl verpflichtete öffentliche Institution, die den Konjunkturzyklen dämpfend entgegenwirken kann. Heute haben wir das Riesenproblem, dass die Banken den kleinen Unternehmungen keine Kredite mehr geben, weil sie Angst haben davor. Eine staatlich gestützte Organisation des Geldwesens hätte dieses Problem im Griff. Das staatliche Geldmonopol bildet daher die Grundlage, auf welche der Service Public im Finanzmarkt aufbaut. Es geht hier um die nicht privatisierbare Aufgabe, Geldversorgung zu gewährleisten und die Geldmenge zu bestimmen. Erst die Verteilung dieser Geldmenge unter den Teilnehmern am Markt kann und soll dem Bankensystem übertragen werden, soweit dies die Wahrung des öffentlichen Interesses zulässt. Der dritte und letzte Kreis, der ist der zentrale Akteur, die Schweizerische Nationalbank. Sie ist als selbstständige staatliche Gewalt, also wie Justiz, Parlament, Regierung, also Legislative, Judikative, Exekutive, einzurichten. Und zwar eben unabhängig gegenüber Wirtschaft wie Politik. Deshalb der Begriff monetative, judikative und monetative, eine vierte Staatsgewalt. Ihr steht das Monopol der Geldschöpfung zu. Sie steuert die Geldmenge im öffentlichen Interesse und darüber hinaus gewährleistet sie den Service Public im Finanzmarkt. Also sie hat diese Regelungskompetenz, die wir brauchen, um Missbräuche zu verhindern. Das ist das Konzept. Lassen Sie mich am Schluss noch zeigen, dass MoMo, also dieser Verein Monetäre Modernisierung, das auch konkret durchgedacht hat. An drei einfachen Artikelelementen. Wir haben eine längere Struktur, sie hat das im Buch, das Sie kaufen können, hier über das Vollgeld alles wiedergegeben. Ich nehme nur die allerwichtigsten Bestimmungen heraus. Zum ersten, zum großen Kreis Finanzmarkt, also das große blaue Feld.
Artikel 99 Absatz 1 soll neu heißen, das ist nicht heutiges Recht, das ist künftige Vorstellung in einer Initiative zur Regelung. Der Bund gewährleistet die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Finanzdienstleistungen. Er ordnet die Finanzmärkte und er kann dabei vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Während der Bund bisher nur eine Kompetenz zur Schaffung von Münzen und Banknoten hat, wird ihm neu der gesamte Bereich des Finanzmarktes zur umfassenden Regelung übertragen. Der Bund bleibt dabei an das öffentliche Interesse und an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Er muss die allgemeinen Prinzipien der Rücksichtnahme auf auch die Interessen der Banken einhalten. Aber er kann den Markt in verhältnismäßiger Weise steuern und entsprechend dem öffentlichen Interesse auch den Privaten das ihnen Zumutbare anlasten. Hier die Grundkompetenz zur Ordnung all dieser Dinge, die uns heute gefährden. Zweitens, Artikel 99a Absatz 1, das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes. Diesem allein steht das Recht zur Schöpfung von gesetzlichen Zahlungsmitteln zu. Gesetzliche Zahlungsmittel sind Münzen, Banknoten und Buchgeld. Das entscheidende Wort ist hier. Dieser Absatz formuliert das Kernanliegen der Vollgeldreform. Wie bisher wird das Geld- und Währungswesen zur ausschließlichen Kompetenz des Bundes erklärt. Gesetzliche Zahlungsmittel sind aber nicht mehr nur Münzen und Banknoten, sondern auch das Buchgeld. Buchgeld ist keine Schuld der kontoführenden Geschäftsbank mehr. Es ist nicht mehr eine Schuld, die die Bank mir gegenüber hat und nicht ein Anspruch, den ich ihr gegenüber habe, sondern wie die Note, die ich in meinem Portemonnaie trage, ein gesetzliches Zahlungsmittel selber. Die Konten der Banken, wir haben nach wie vor die Konten bei unseren Banken, aber die werden außerhalb der Bankbilanz geführt. Das heißt, sie fallen nicht mehr ins Vermögen der Bank und können auch nicht mehr runtergehen mit dieser Bank, wenn die untergeht. Also, wir haben auch noch kein Konkursprivileg mehr, wie das heute für etwa 100.000 Franken pro Konto ist, sondern es ist ausschließlich mein Vermögen, wenn ich dort ein Konto habe. Daraus entsteht ein klarer Unterschied zwischen Geld und Schuld, was heute verschmolzen ist. Nur Anlagen sind Schuldverhältnisse. Geld bleibt reines Zahlungsmittel. Die Geschäftsbanken können kein Buchgeld mehr schöpfen. Jeden Kredit, den sie vergeben, müssen sie einem ihnen zustehenden Zahlungsverkehrskonto belasten. Das heißt, sie können nicht mehr aus dem Nichts Geld schöpfen, sondern müssen Geld haben, das sie weitergeben wollen. Darlehen sind Ausgaben, die durch ein Vermögen in Geld gedeckt sein müssen. Die Banken können heute nur jenes Kreditvolumen generieren, das sie selber haben. Sie werden damit anderen Unternehmen gleichgestellt. Letzter Artikel. Die Schweizerische Nationalbank steuert die Geldmenge unter Berücksichtigung des erforderlichen Kreditvolumens. Hier kommt die Kompetenz der SNB. Sie gibt neu geschaffenes Geld schuldfrei und zinslos an Bund, Kantone und steuerpflichtige natürliche Personen. Das heißt, sie kann das für die Verwendung im Staatsapparat, Aufgabenerfüllung oder Schuldenabbau verwenden oder uns weitergeben, dass wir das Konsum- oder Investitionsgeld brauchen können. Also wird direkt relevant für die Verbesserung unserer Lage. Sie können es auch als verzinsliche Darlehen an die Finanzdienstleister geben, weil das nötig ist. Die müssen ja zum Teil ihre Liquiditäten auch retten können. Das Gesetz bestimmt die Kriterien. Die Hauptaufgabe der Schweizerischen Nationalbank ist und bleibt die Geldmengensteuerung. Neu soll sie die Geldmenge direkt festlegen können. Da alle Kredite neu durch diese Geldmenge gedeckt werden müssen, hat die Nationalbank auch den Kreditbedarf der Banken zu berücksichtigen, wenn sie die Geldmenge bestimmt. Neu geschöpftes Geld wird an Bund, Kantone und steuerpflichtige natürliche Personen ausgegeben. Der Verteilschlüssel wird gesetzlich bestimmt, also wer wie es kriegt. Dieses Geld kann so je nach dem jeweiligen Gesamtinteresse entweder für den Schuldenabbau oder etwa für die Finanzierung von Sozialwerken, für die Infrastruktur, Bildung, Gesundheit oder dem privaten Konsum dienen.
Ich komme zum Schluss. Geld und Kapital bilden eine Infrastruktur der Volkswirtschaft. Sie gehören eher zur Wettbewerbsordnung als zum Wettbewerbsspiel, weil sie die Voraussetzungen schaffen, um denen ein unsere moderne Wirtschaft funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut, das staatlich garantiert und geordnet werden muss. Zweitens, die Vollgeldreform stellt das Staatsmonopol für gesetzliche Zahlungsmittel wieder her. Sie gibt der Schweizerischen Nationalbank das Instrument in die Hand, um die Geldmenge an das reale Wirtschaftswachstum anzupassen und um die Entwicklung von Blasen im Finanzmarkt zu verhüten. Und schließlich, es genügt nicht, bloß das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären. Denn solange der Finanzmarkt als Bereich behandelt wird, in dem die Wirtschaftsfreiheit gilt, werden die Banken Umgehungsformen dieser Beschränkung erfinden und damit die Reform unterlaufen. Es braucht daher einen Paradigmenwechsel vom Bild des freien Marktes zum Service Public, in welchem der Bund die Wirtschaft mit gesetzlichen Zahlungsmitteln versorgt und die Banken nur noch die Verteilung dieser Geldmenge innerhalb der Wirtschaft vornehmen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns von Finanzblasen und Schuldenkrisen befreien wollen, müssen wir grundlegende Reformen durchsetzen. Vollgeldreform und Finanzmarktverfassung als Service Public sind zwei Schritte zu einer notwendigen Verfassung des Kapitalismus.